Leute, na, wie geht's? Wir gucken Seven vs. Wild, Folge 7. Los geht's! Sponsored by Rhino Shield. So. Ja, Leute, geile Anmod. Gelernt ist gelernt, was soll ich sagen? Ich hab Bock. Okay, Chris pennt eh auf seiner Insel da. So. Oh nein, er bewegt sich. Du bist Durst. Hab ich schon voll die trockenen Lippen. Ich muss wenigstens mal was trinken. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Also wir haben hier so einen Misch aus Wolken und Sonne, aber es ist halt einfach super windig. Es lebt! Mega, mega kalt. Aber die Sonne scheint so ein bisschen. Das ist gerade irgendwie ganz geil. Jetzt noch 10 Grad wärmer und kein Wind, dann wäre es geil. Hier wurde ein kleiner Fisch angeschwemmt hier vorne. Der war gestern noch nicht da gewesen. Ja, der heb ihn noch auf und... Ich will bei der Kälte nicht lange draußen bleiben, aber ich habe... Ja, aber so, wo Fisch soll ich schon mit einem Fisch machen? Auf meinem Eisen, den ich gefunden habe, aufgespießt. Und werde das mal hier drinnen platzieren. Vielleicht klappt es ja auch und da kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Krebs vorbei und knabbert da dran. Ne? Das ist eine super improvisierte Krebsfalle. Aber vielleicht klappt es, weil die riechen das ja, ein Fischkadaver, und knabbern gerne an so einem toten Fisch. Normalerweise müsste man ja eine richtige Falle bauen, dass der Krebs nicht weg kann, aber vielleicht klappt es ja. Vielleicht kommt er vorbei, knabbert da dran und dann kann ich ihn packen und hab wenigstens einen Krebs zu essen. Oh, es ist kalt, Alter. Mann. Schon wieder übelste Gänsehaut. Kann jetzt schon mal sagen, das war mit Abstand der langweiligste Tag. Aber so vom Tag, Spirit her ist er eigentlich... Ich lag nur rum. Also jetzt mal verglichen, Bommel am Arsch, ich Fabio, weiß man nicht so genau, eventuell am Arsch, zumindest kurz krank. Gelegen, den ganzen Tag gelegen und jetzt kommt wieder Heulattacke auch schon bei... Gefühlt... Survival Marine, also erst mit Fritz noch so vom Spirit her mit am besten dabei, würde ich sagen. Mir tut alles weh. Meine Gelenke, mein Rücken, alles ist so ein bisschen... schmerzt ein bisschen. Ich hätte richtig Bock auf eine Massage oder so. Nee, Quatsch. Er hat Bock auf Döner, hat Bock auf Massage. Ein fucking Cheeseburger oder so. Ein Cheeseburger? Dreifach Fleisch. Ich denke die ganze Zeit an Essen. Ich habe mir schon ausgemalt, was ich zu Hause esse, wenn ich nach Hause komme. Erstmal einen Döner bei meinem Lieblingsdönermann. Dann gehe ich rüber zu Rewe, hole erstmal meine Spaghetti. Mach übelst geile Spaghetti mit ganz viel Knoblauch. Mm. So schlimm. Und wir haben jetzt gerade mal Tag 3 rum. Von 7 Tagen, beziehungsweise von 8 Tagen, weil es sind ja 7 Nächte. Jetzt kommt die dritte Nacht. Die dritte Nacht kommt jetzt. Und dann folgen ja noch 4 Nächte. Also wir sind jetzt fast, morgen haben wir die Halbzeit. Ich kann mal gucken, was mein Fisch hier macht, meine Falle. Ich glaube, die bringt gar nichts. Weil. Nee. Opa. Ui. Der Fisch ist immer noch dran. Ne? Was genau soll diese Konstruktion sein? Und noch kein Krebs in Sicht. Ja, mit seinen Krebsen, Alter. Oh Gott. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Oh, hier. Krass, hä? Das sieht aber frisch aus. Das sieht aber sehr frisch aus. Das ist ja einfach nur drauf geploppt hier. Was? Ist das Kacke? Ein schön... Oder Würstchen? Nam, schöner Köttbullar. Nicht gerade wenig. Okay. Der Elch ist unterwegs. Elchkacke. Vielleicht sogar von heute oder gestern. Schokobons, ja. Guck mal, er findet halt immer irgendeinen Scheiß an der Küste. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Kamera das überhaupt seht. Hier ist ein großer Ausbruch drin. Und hier vorne, ja, so ganz viele kleine. Weil ich halt schon viel damit gearbeitet habe und das ein oder andere Mal auf den Stein gekommen. Oh, hier steht ein Expedit. Klar. Yes. Man sieht sofort, es verfärbt sich hier ein bisschen gräulich. Das ist sehr schön. Okay, ich hätte auch gar keinen Plan, wie man ein Messer schleift. Aber interessant, das mal zu sehen. Oh, was ist da?
Da ist das Expedit, sag ich doch. Ein Eimer. Ein Loch ist im Eimer. Schade, schade, schade. Ach, vor mir komme ich nicht weiter, man sieht es schon an der Vegetation. Da ist, glaube ich, richtig Sumpf. Das heißt, ich werde einen großen Bogen drum rumlaufen, aber das komplette Ufer bis an die Spitze sieht eigentlich so aus. Das wäre für mich auch so eine Todesfalle. Würde ich einfach sagen, ach, guck mal, hier eine richtig schöne Wiese. Zack. Und dann sinke ich so ein wie... Und schon lohnt sich der Eimer. Weiß ich nicht, Monkey Island 3. So, ich bin jetzt gerade dieses riesige Feuchtgebiet umlaufen. Dort drüben ist die Spitze. Hier ist ein Haufen angeschwemmtes Totholz und wie so eine Art, naja, ich wollte schon Strand sagen, aber das ist natürlich Quatsch. Wir haben jetzt Tag 3. Mitte von Tag 3 schätze ich mal ungefähr. Ich habe ja wieder keine Orientierung, weil keine Sonne scheint. Das erste Mal, dass ich gerade so richtig Bauchgrummeln habe und auch so richtig Geräusche von sich gehen, sich so ein bisschen verkrampft, aber nicht im Sinne von, ich habe was Schlechtes gegessen, sondern eher im Sinne von Leere. Also ich habe so ein richtiges Leeregefühl im Magen. Ich bin mir gar nicht sicher, was einfacher wäre. Einfach 7 Tage lang nichts zu essen und der Körper stellt sich dann drauf ein. Aber das ist irgendwie nicht meine Intention. Oh, geil, 7 Tage lang nichts essen und der Körper stellt sich dann drauf ein. Die Landschaft ein. Hier ist. Boah, ist ein richtiger Strand. Ja, es muss ja gehen, weil es gibt ja auch Leute, die fasten. Das aber ist ja mega. Es ist halt irgendwie... Hier ist ein Strand. Wie geil. Einfach Karibik hier. Aber da hätte ich auch irgendwie Schiss, einfach ohnmächtig zu werden oder einfach irgendwie dann du versuchst irgendwo dir ein Feuer zu machen und du kippst. Ich hab Hunger. Ich hab richtig, richtig Hunger. Da drüben ist meine Angelstelle, dahinter wurde ich ausgesetzt und ganz da hinten waren wir gestern. Jetzt habe ich eine Idee, das Ufer sieht hier sehr, sehr flach aus und ich werde einfach meine Schuhe ausziehen, mir umbinden. Hose hochkrempeln und dann kann ich von hier aus nämlich noch ein bisschen diese ganze, diesen Sumpfbereich mir angucken, weil vielleicht wurde da ja irgendwas noch reingespült. Weil bisher habe ich ja hier nichts gefunden außer dem Eimer. Aber was halt Fritz auch perfekt macht, ist, er inszeniert halt alles. Also irgendwie, was heißt inszeniert, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber so er filmt halt einfach viel und zeigt dann halt auch, erklärt, was er macht und so. Das musst du halt auch machen in so einem. Das musst du allen Teilnehmern von so einem Format halt sagen. Ich gucke halt auch immer so ein bisschen, ich habe ja vielleicht keine Ahnung von Survival, aber so ein bisschen von Produktion und so. Und da achte ich halt irgendwie drauf. Wie das so produziert wird und wie es inszeniert wird und so. Aber ich habe mehr Angst, dass ich mir die Füße aufschlitze. Das muss echt nicht sein. Also verbuchen wir diese Fail-Aktion unter Kneippbad-Füße waschen. Ich bin wieder zurück in meinem Lager. Und was übelst krass ist, ich war ja gerade vorne an diesem Strand. Und da war ich quasi vom Wind geschützt, weil da so eine, ja, wie so eine Art Landzunge war. Und da hätte ich im T-Shirt sitzen können gerade. Ich habe meinen Vlies ausgezogen, die Jacke hatte ich nur noch an wegen Mücken. Und jetzt bin ich wieder hier und hier ist gefühlt 15 Grad kälter, weil der Wind hier so reinpeitscht. Ich gehe also mal davon aus, dass manche gar kein Problem mit Wind haben und hier vielleicht im T-Shirt die ganze Zeit rumspringen. Und dass es Leute gibt wie mich, die komplett im Wind sitzen und alle Klamotten anhaben. Das Problem ist halt, man weiß halt nicht... Wind heißt auch erstmal weniger Mücken. Also er hat halt auch nicht wirklich viel Probleme. So, und die Leute, die Probleme haben, die will, das will man natürlich sehen. Man will natürlich wissen, was geht bei Bommel, was geht bei Fabio. Ein Herz in 3D. Das werde ich immer noch abmachen, dass es auf so einem Sockel steht. Ja. Nicht schlecht. Und vielleicht färbe ich es noch ein mit Blaubeeren. Dann wird es nämlich schön lila. Ja, und alles mit dieser riesen Kukri. Also auch damit kann man filigrane Arbeiten machen. Mir fallen meine Hände und Handgelenke fast ab. Aber
jetzt steht. Abgeschnitzt. Bup. Das ist halt so ein Wackelding. Das ist eigentlich ganz cool. Erstmal genug für heute, was das Thema Schnitzerei angeht. So, ich war mal wieder sammeln in meinem wunderschönen großen Blaubeerfeld. Beziehungsweise wachsen ja eigentlich überall Blaubeeren, aber hier oben sind die recht dicht und tragen viel Früchte. Wahrscheinlich, weil die Sonne hier normalerweise reinknallt. Aber naja, vielleicht morgen. Ich will jetzt auf jeden Fall mal was anderes machen. Bin am Überlegen, ob ich die einfach mal aufkoche. Einfach so einem kleinen Gelee-Marmelade. Ich wüsste gar nicht, wie das geht, wie man aus Blaubeeren Gelee macht. Einfach mal was einfach Warmes kochen, vielleicht. Oder? Weil ich habe in meinem Topf noch nicht einmal gekocht und ich werde ihn ja wahrscheinlich heute Abend abgeben. Also kann ich ihn wenigstens noch einmal ordentlich benutzen. Einfach ich packe jetzt rein, ich stampfe die kleinen. Vielleicht noch einen Schwupp Wasser und dann mache ich die einfach mal heiß. Mal gucken, ob das die übelste Sauerei wird oder lecker. Zermatschen. Ja, wir sehen es ja jetzt. So, den habe ich hier gerade noch vorbereitet. Jetzt gucken wir mal, ob es dieser ganze Aufwand hier gelohnt hat, das zu kochen, extra Feuer zu machen, alles. Oh. Es ist geil. Echt? Wisst ihr auch, warum es geil ist? Nee. Weil es mal eine warme Mahlzeit ist. Ich sage euch ganz ehrlich, der Fisch. Aber der Fisch war auch warm. War nach 2 Sekunden gefühlt wieder kalt. Aber das hier, oh, das ist gerade geil. Mal so eine schöne warme Mahlzeit in den Körper reinbringen. Das ist irgendwie, obwohl es nur Blaubeerpampe ist, aber allein dieses mit einem Löffel aus einem was Dampfendes aus so einem Eimer, so das ist auch, glaube ich, viel Psychologie in dem Moment so. Schön ein bisschen eingekocht. Oh, herrlich. Könnte man da nicht noch ein paar Kräuter rein, die da irgendwo wachsen? Wo die Wärme auch im Körper und im Magen mal ankommt. Oh. Ich habe übrigens kein Wasser dazu gegeben. Einfach gestampft und aufgekocht. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich find's lecker. Ich war gerade noch mal unten am Wasser und habe die Flasche von gestern ordentlich ausgespült und auch noch mal mit so einem ausgefransten Stöckchen alles sauber gemacht. Von außen sieht sie immer noch ziemlich keimig aus, aber innen drin, ja, passt das eigentlich. Schon lustig, wir haben hier Corona und alles super clean. Ich jetzt schon noch mal davon sie trinken. Finden einfach irgendwie so eine Plastikflasche am Weil, Rand und säuft raus. Wenn ich dann merke, dass in 1-2 Stunden mein Magen grummelt, so unterschiedlich kann es sein. Sollte es meinem Magen in 1-2 Stunden noch gut gehen, dann wandert der Topf. Was sind denn bei der Tageschallenge von in den Seesack und wird verblombt. Ich hab keinen Bock mehr, immer nur im Wald zu hocken. Guck mal, Survival Money liefert ab. Der filmt halt einfach viel. Deshalb kommt, kriegt er auch viel On-Air-Time. Alter, Ede. Ich hab nicht so großes Werkzeug und vor allem nicht so viel Energie. Das heißt, es muss alles aus Totholz passieren oder Überresten. So. Und dann noch mehr. Und dann fetten Moos. Und dann vielleicht hinten noch Schräge. Aber gucken. Kann ich hier liegen? Kann ich gucken Wasser? Kann ich hören Wasser? Kann ich machen Mittagsschlaf? Kann ich machen Montagsschlaf, Dienstagsschlaf, Sonntagsschlaf, Samstagsschlaf? Kann ich machen Schlaf, wann ich will? Bett ist fertig. Ach, Couch. Wow, viel besser. Da kannst du doch auch gleich einfach da irgendwie... Schon mal besser, als im Sand zu sitzen. Ist doch ordentlich Moos drauf. Ein bisschen Tanne. Dann kann man ja auch schöne Nickerchen machen, ne? Ich bin nicht überzeugt, Martin. That's my couch. Ah, jetzt bin ich überzeugt. I have just 5% in this camera. So I'll show you fast. How does it work? Ja, okay, doch. Why not? Hast eh nichts zu tun. Das finde ich aber eigentlich die richtige Einstellung, dass man dann irgendwie den Tag nutzt und irgendwie
Ja, irgendwas sich anfertigt oder so. Sich ein schönes. Eine schöne Bank am. Aber guck dir die Mücken an, alter Schwede. Also, ich bin echt froh, dass ich mein Moskitonetz habe. Muss ich einfach so sagen. Ich sag ja, sechsmal Mückenspray. Feiern werde, aber es ist auch so: Reißverschluss auf, gehst du rein, machst du zu, kannst dich da drinnen frei bewegen, ohne dass du Angst haben musst, dass sich irgendwann ankrabbelt, hochkrabbelt oder dich sticht oder dich beißt. Ja. Diese kleinen Mistviecher, die sind ja ultra klein, was dich hier beißt, ey. Ja. Naja, mal gucken. Mach jetzt hier mal ein Feuer an. Ich hab mir mal heute vorgenommen, hier am Strand ein Feuer zu machen. Ich bin halt ein kleiner Romantiker. Und ja, ich glaube, ich fange damit an, weil das ist echt krank, was hier abgeht mit den Mücken. Ich will einfach die ganze Zeit eine Fackel mit mir rumtragen, damit ich nicht als Mückenrepeller. Was macht Fabio? Nach dem Zustand, in dem ich mich heute befunden habe, will ich auf gar keinen Fall nochmal hin und ich will ja diese 7 Tage schaffen. Und bei mir geht's wieder besser. Jetzt habe ich hier alles nochmal winddicht gemacht. Ordentliches Upgrade im Vergleich zu vorher. Das sieht schon echt nicht schlecht aus, ey. Und hier drin das Bett auch nochmal richtig krass ausgelegt. Nochmal mehrere Schichten draufgepackt. Ist auf jeden Fall krass, wie viele Spinnen dauernd auf mir rumlaufen. Die sind alle hier in diesen Ästen drin. Gott. Wenn ich mich nachher zudecke, ich liege quasi in einem riesigen Spinnennetz. Nein, der schläft und ich krabbeln dir in deinen Mund und in die Nase und in die Ohren, Alter. Aufgrund des kleinen Zwischenfalls heute und somit der Änderung meiner Priorisierungsliste werde ich heute nicht mehr schaffen, an der Fischreuse zu arbeiten. Hier, das war jetzt deutlich wichtiger, es hat super lange gedauert, weil ohne das, glaube ich, wird es schwierig für mich, zwecks Wärme. Ich habe mir eben noch den Rest von den ganzen Blaubeeren reingehauen und ich muss hier mein gesamtes Holzlager noch auffüllen, das ist komplett leer. Muss ich auf jeden Fall wieder runter ins Wasser gehen, da will ich nochmal so Hölzer holen. Ja, ist halt immer ein weiter Weg und da ist mir körperlich, also mittlerweile geht's wieder. Was heißt denn ein weiter Weg? Ich bin nicht der fitteste aktuell. Ja, das wüsste ich gerne mal. Von wie viel, wie weit ist das denn überhaupt? Aber es geht nicht, weil ich brauche die Wärme. Kann man so schlecht einschätzen. 15 bis 20 Minuten, das ist schon ordentlich. Das ist leider noch viel zu wenig, aber ich muss das jetzt erstmal nach oben schaffen. Da werde ich ja 2-3 Mal laufen müssen und dann muss ich wahrscheinlich oben noch weiteres Holz suchen. Plus Anzünder, also sprich hier Birkenrinde brauche ich unbedingt noch. Ja, genau. Ja, muss ein bisschen Gas geben, weil ich glaube, so lange ist es nicht mehr hell. Es ist schon, also wenn das wirklich 15 bis 20 Minuten immer sind und er muss 2-3 Mal gehen, also Alter. Das ist schon, du hast nur Blaubeeren gegessen, ey. Schon heftig. Mauszeiger ist noch zu sehen? Welcher Mauszeiger? Der Mauszeiger. Oberwehr? Ich improvisiere mir jetzt eine kleine Zahnbürste. Geil. Ich krieg direkt Bock, mir Zähne zu putzen. Naja. Aber was ist das? So, der hat einfach das Holz so in Fasern oder was? Passt. Was mir heute auch wieder krass aufgefallen ist, wie lange diese Tage gehen.
Also gefühlt 48 Stunden lang. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mit mir persönlich oder mit der generellen Konsumgesellschaft, dass man die ganze Zeit verplant ist. Man kommt eigentlich nie zur Ruhe so. Selbst wenn man zur Ruhe kommt, dann guckt man YouTube-Videos oder ist bei Instagram drin, bei WhatsApp oder guckt Fernsehen. Aber dieses einfach mal sein macht man eher wenig. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, der komplett immer auf Vollgas läuft. Und wenn ich dann halt doch mal runterfahre, ja, dann, keine Ahnung, dann gucke ich halt ein bisschen was. Aber lass mich da ja auch wieder berieseln. Und das passiert hier nicht. So. Und ich merke es halt, oder ihr kriegt es auch mit, durch die ganzen Projekte, die ich mache. Ich mache trotzdem Feuer, damit ich Feuer jetzt machen kann, spalten, geht ständig zur Angel, schnitz irgendwie was. Also ich stelle mir selbst viele Aufgaben, damit ich irgendwie was zu tun habe und damit, ja, damit dieser Tag umgeht. Klingt irgendwie komisch. Man wird halt nicht abgelenkt. Es gibt nicht irgendwelche, irgendwas dingelt, irgendwas guckt. Das ist so ungewohnt. Irgendwas dingelt? Ich muss sagen, ich vermisse mein Smartphone jetzt nicht. Das überhaupt nicht. Was ich vermisse... Mein Laptop. Doch, warte mal, das ist ein gutes Thema. Was vermisse ich am meisten? Das Smartphone ist es definitiv nicht. Aber zwei Sachen, die mir jetzt hier fehlen würden, damit es richtig geil ist. Einmal was zu essen, was Geiles zu essen und Freunde. Ja, das wär's. Was zu essen. Welcome to the club und wir sitzen alle zu Hause. Das ist das, was ich am meisten vermisse. Ja. Wenn man zu viel Zeit hat, fängt man an, irgendeinen Quatsch zu basteln. Ich habe jetzt mal ein offizielles Schild hier an meinen Schalter gehangen, damit auch jeder Bescheid weiß, ne? Seven vs. Wild, Fritz. Und natürlich wird hier alles wieder abgebaut, ne? Also wenn die 7 Tage um sind, sieht hier nichts mehr so aus. Es wird alles zurückgebaut. Den ganzen Müll nehme ich natürlich mit, nur dass du da schon mal Bescheid wirst. Ja. Ist auch schon irgendwie eine geile, also irgendwie hat er es natürlich auch schon echt. Der Tag neigt sich so langsam ganz nice immer mehr da irgendwie. Dem Ende. Und ich bin gerade die ganze Zeit am Hin und Her überlegen wegen der Challenge. Welche also ich würde auf jeden Fall auch weniger auf so einen Tarp ablege, oder so um noch mal spekulieren und mehr gucken, dass ich eine Höhle oder irgend sowas finde, wie Fritz und wie Fabio das gemacht haben. Aber den Gegenständen. Bei den Gegenständen ist es so eine Sache. Paracord und Topf kommen auf jeden Fall weg. Messer, Schlafsack und Feuerstahl. Die drei Sachen. Auch als Noob bekommt man schon ein bisschen Bock auf Survival-Shit, oder? Feuer, ja, weiß ich nicht. Wärme. Also so aus sicherer Distanz, das Messer brauche ich, um das alles herzustellen. Und mein Schlafsack bringt mich durch die Nacht. Ohne den Schlafsack müsste die ganze Nacht das Feuer brennen. Es gibt aber noch zwei Punkte, wo ich krass am Hin und Her überlegen bin. Das Thema Tarp, auf das könnte ich verzichten. Jetzt zum Beispiel bräuchte ich es gar nicht. Wenn es aber die nächsten Tage schifft, wäre das scheiße. Allerdings habe ich zur Not hier immer noch. Also selbst wenn es regnet, könnte ich das irgendwie mir noch halb basteln. Zur Not werden halt nur meine Füße nass. Und der andere Gegenstand, bei dem ich krass am Struggeln bin. Das ist so bescheuert. Gib doch nichts ab. Lass doch die Punkte Fabio kriegen. Ich würde theoretisch. Und auch praktisch. Aber Fritz, bei ihm läuft's ja. Dem Feuerstahl und dem Schlafsack durchkommen. Das Tarp brauche ich nicht unbedingt. Ich bin von hier geschützt. Paracord brauche ich auch nicht. Topf brauche ich auch nicht, Angelset brauche ich auch nicht, um durchzukommen und nicht abbrechen zu müssen. Die Frage ist also, switchen wir am Ende von Tag 3 nochmal auf richtig rough? Das ist übrigens ein guter Punkt, Digga MC, ne? Du packst das ja nur weg in eine versiegelte Tüte oder so. Und wenn du einfach am Ende irgendwie merkst, ja, ich habe mich verwettet, das
ich brauche doch die Mütze, das Tarp oder was auch immer, es kommt ein Sturm auf, whatever, irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hast und du dich verkalkulierst, dann machst du es halt auf. Dann kriegst du halt die Punkte nicht. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Entweder du merkst, du schaffst es, dann kannst du, hast du die Tüte mit den Punkten sozusagen. Wenn du merkst, du schaffst es nicht, dann kannst du ja jederzeit wirklich dann dran. Nee, dann ist er nicht raus, er verliert nur die Punkte für die Tageschallenge. Dann sind also die einzigen easy. Drei Gegenstände für die nächsten vier Tage mein Messer, mein Feuerstahl und der Schlafsack. Mehr nicht. Legt man den Fokus, das Ding zu gewinnen? Oder legt man den Fokus darauf, einfach nur durchzukommen? Ich glaube, ich baue das Tarp ab. Ich glaube, ich baue es ab. Der Struggle ist real. Mein Kopf rattert so dermaßen. Das Tarp werde ich jetzt abbauen. Definitiv. Nur beim Thema Angelset bin ich mir unsicher. Weil ich bin 3 Tage hier. An 2 Tagen davon habe ich jeweils einen Fisch gegessen, der mich zumindest ein bisschen mit Eiweiß und Fetten versorgt hat. Die Frage ist, geht das so weiter? Weiß ich nicht. Fange ich mehr Fische? Weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich diese Fische nicht zu mir nehmen würde, jeden weiteren Tag? Ja. Verzichte ich aufs Angelset oder nicht? Kein Fall. Und dann ist immer wieder dieser Hintergedanke mit Fabio. Fabio ist rausgegangen mit Messer und Feuerstahl. Ich habe keine Ahnung, ob er zu diesem Zeitpunkt noch drin ist. Ich wünsche es mir. Ich weiß es aber nicht. Aber wenn ich alles abgeben würde, also Messer, Feuerstahl und den Schlafsack noch behalten. Ohne Schlafsack niemals. Das kannst du im Sommer machen oder wenn die ganze Zeit, die ganze Nacht das Feuer brennt. Das mache ich keine 4 Tage lang. Normalerweise ist ein Tarp auch essentiell extrem, um dich einfach vor Wind und Wetter. Nein, ich meine nicht, dass das tot aber schon gegrillte Fische sind. Die Fische leben noch und er kann die dann einfach ohne Angel jederzeit da rausnehmen und dann grillen. So meine ich das. Ob ich die bereuen werde? Es könnte sein. Alternative? Ich probiere. Kühlschrank. Ich gehe von 7 Gegenständen zu nur noch 3. Genau, Peter Burger, das meine ich doch. Mein Tarp kommt hier rein. Mein Topf mit Deckel. William Bobby, gute Besserung. Übrigens auch die Hülle und gute Nacht. Dabei. Zahnschmerzen zacken. Mein Angelset. Erst recht an einem Samstag. Ganz wichtig. Ich habe natürlich alles wieder. Oh, jetzt hängt das hier, warte. Alles wieder zurückgemacht. Das ist die Schnur, die ich verwendet habe. Und hier sind alle 5 Haken drin. Alle 5 Haken, 2-fach Schnur und wir auch glauben, die 2 Vorfächer. Wir glauben dir, dass du nicht heimlich angelst. Und das komplette Paracord. Die 2 waren gar nicht benutzt. Das war der Rest. Und das ist hier das, was ich das für sehr korrekt, den Tarpaufbau benutzt habe. Kleidungsmäßig kommt mein Gürtel rein. Meine Socken. Natürlich beide. Meine Unterhose. Beide Handschuhe, also das Paar Handschuhe. Und leider auch der gute alte Fernspäher-Buni. Der Buni. Ja. Die Bunis. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Jetzt ist es dicht. Okay. Hier, Kabelbinderung verblombt. Das heißt, wenn ich es aufmachen wollen würde, dann bricht die Blombe. Und das Orga-Team kann das im Nachhinein checken. Beziehungsweise bei der Abholung wird das, glaube ich, geprüft, so wie ich das verstanden habe. Dann startet ab jetzt für die kommenden
4 Tage. Also wie viele Gegenstände waren es jetzt? 7 vs. Wild, aber nur noch mit 3. Also 4 Gegenstände. Also ob das 4 Gegenstände weggegeben. Oder einfach nur übereifrig, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur dumm. Aber die Entscheidung ist gefallen. Bommel! Bommel, Alter! Er lebt! Ziemlich alle. Ich bin jetzt im Camp zurück. Bommel, was ist passiert? Ein ziemlicher Schaft. Bommel, so. Was geht? Dann wollen wir uns mal... Uns fehlt im Prinzip ein kompletter Bommeltag. Irgendwas muss gestern passiert sein, oder also, was? Also, meine Cap. Aber er macht die Tageschallenge, also okay. Mein Schlauchschal. Tja, versiegelt, würde ich sagen. Ja, dann kommt ihr hinten wieder. Nee, das ist noch. Ist das noch der Tag? Haben wir schon 3 Bommelnächte gehabt? Okay. Gut. Das war's schon wieder. Noch nö. So, ich bin sehr gespannt, was die anderen Jungs jetzt einpacken. Ich gebe schweren Herzens meinen Buni hier in den Sack. Meine Handschuhe. Fabio gibt immer noch Sachen ab, ey. Unfassbar. Und noch meinen rechten Arm. Und ich habe festgestellt, ein Arm reicht. Mein Gürtel. Den ich da und zum Holz tragen benutze. Ohne Scheiß, Fabio, ey. Der kommt mit minus 2 Gegenständen aus dieser Challenge. Fritz auch 13. 2, Chris 0, Manin auch 0. So schön. Nur, jetzt kommt Mücken. Ohne Witz. Dass Fritz den Fabio sogar noch eingeholt hat. Das nervt ein bisschen. Aber jetzt wäre auch das Wetter perfekt oder auch die Voraussetzung perfekt zum Angeln. Ne? Auf Raubfisch jetzt um die Uhrzeit. Ja. Mein Köder ist immer noch unverändert. Junge, Chris, ja, Alter. Ich grill doch den Fisch, du Honk. Kann. Vielleicht hier so. Ein bisschen tiefer. Was soll denn das machen? Vielleicht kommt da irgendwie ein Krebs hergekrabbelt und knabbert daran rum. Wäre optimal. Du und dein Krebs, da kommt kein Krebs, boah, krabbelt daran und knuspert da dran. Und wenn, was machst du dann mit dem Krebs? Da kommt dann so ein kleiner 5-Mark-Stück großer Krebs. 6 anderen so zusammen am Lagerfeuer sitzen würde und einfach genießen würde. Aber mit Essen. Ja, am besten wieder irgendwelche Burger, die Bommel wieder macht, weil der kann übergut trinken, gut kochen. Der kriegt richtig Bock drauf. Schöne Burger, selbstgemacht am Lagerfeuer. Am Sonnenuntergang. Perfekt. Parasitkrankheit. Nee, in meine Koje. Und dann versuche ich wieder zu schlafen, obwohl ich den ganzen Tag irgendwie geschlafen habe, mehr oder weniger. Ich bin übertrieben ausgeschlafen und ich könnte jetzt, keine Ahnung, eine Sache der losregen, Ehre. Aber ich habe keinen Bock, hier nachts irgendwie rumzuwandern. Macht ja keinen Sinn, sehe ich ja nichts. Das ist richtig. Oh, die Mücken zerstechen mich. Ey, diese Scheißviecher, ey, wirklich, ich hasse Mücken. Die Welt braucht keine Mücken. Boah, das sieht nice aus. Du hast wirklich gar nichts. Au! Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich habe mir mein Messer geschrottet. Wahrscheinlich erkennt man es nicht, aber vorne an der Spitze habe ich mir böse Kanten reingeschlagen, weil ich aus Versehen beim Hacken auf einen Stein geschlagen habe. Ja, jetzt versuche ich die mit einem
mit dem sogenannten Schleifstein wieder ein bisschen hinzukriegen. Mal gucken. Alles Geräusch ist eklig. Ist schon Halbzeit. Das ist geisteskrank. Ab morgen, also so gefühlt so ein bisschen ab morgen fertig, fahre ich nach Hause. Wir haben jetzt Donnerstag, morgen ist Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Noch durchhalten. Dienstag. Wir haben schon wieder rausgeholt hier. Geil. Bin gespannt, wie es mit mir weitergeht. Meine Ups und Downs. Das ist echt schön hier. Der Fritz genießt das alles. Andere strugglen ums Überleben. Er ist einfach. Guckt euch das an. Für den ist einfach richtig geiler Urlaub. Da hinten geht die Sonne unter. Man sieht sie ja noch ganz leicht. Herrlich. So gefällt mir Schweden. Ich sag gute Nacht, wir sehen uns morgen und gucken, was der Tag so bringt. Hoffentlich kein Regen, denn ich habe keine Regenjacke mehr. Regenjacke mehr, oh, na klar habe ich noch eine Regenjacke, ich habe keinen Tarp mehr, wollte ich sagen. Er hat ja wirklich das Tarp weggegeben, oh Mann, Zeit, ey. Gute Nacht. Ob das sich nicht nochmal recht. So, bevor es jetzt richtig dunkel wird, noch mein Fazit des Tages. Bommel? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, zu wandern, tatsächlich, die Gegend zu erkunden. Einfach weil die Tagesaufgabe jetzt nicht so erfüllend war, würde ich jetzt sagen, oder beschäftigend war, außer dass man sich Gedanken machen musste, von was man sich trennt. Da habe ich mich ja quasi für zwei Kleidungsstücke entschieden. Genau, und ja, ich bin ganz schön kaputt von der ganzen Lauferei. Ja, wie gesagt, ich war den ganzen Tag wandern, im Wald unterwegs, erkunden. Und sonst gab es tatsächlich nichts Spektakuläres. Heute mal. Ja, ich mag den irgendwie. Draußen ist es gerade übelst windstill. Ich kann hier auf den See gucken. Das Wasser ist spiegelglatt. Ja. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Gute Nacht. Oh, ach du Scheiße. Hier ist seit Stunden so eine fucking kleine Mücke drin, die geht mir so... Oh, ich sterbe. Was war denn das? Eine fette Spinne, Alter. Zu nieseln so ein bisschen. Es regnet wieder. Oh Gott, ich krieg direkt... Aber ich kann nicht schlafen, bevor die Mücke tot ist. Die geht mir so auf den Sack. Oh. So. Gute Nacht nach Tag 3. Ich warte auf den Tag 4. Ich schlafe morgen aus. Ich glaube, ich male morgen einen Fernseher und ich baue mir einen Stuhl. Oder eine Couch. Ich glaube, ich baue mir eine Couch. Und dann male ich mir einen Fernseher. Ja. Ich denke den halben Tag nur an Essen. Mir wird schon eine Scheibe Brot. Wenn ich jetzt eine Scheibe Brot hätte, oder noch so frisches Brot, was noch so warm ist. Keine Ahnung. Oder Pommes. Hätte ich Bock auf Pommes. Geil. Ein Falafel. Nee, ich muss aufhören. Also, Hunger ist ein essentieller Punkt. Und der zweite ist, dass die Zeit nicht vergeht und die Tage so unendlich lang sind. Oh mein Gott. Hinten ist irgendein Vieh. Was für ein Vieh? Was für ein Vieh? Was für ein Vieh? Ich kann mich fast an, als wäre hier eine Maus rein. Eine Maus? Mauseloch oder was? Naja, ich versuche ein bisschen zu schlafen. Oh Leute, warte, ich sehe die Maus.
Seht ihr sie auch hier? Guck. Kleiner Joke, Leute. Bisschen, naja, komm. What? 2.40 Uhr. Was ist das für ein... Man erkennt nicht, was das ist. Hä? Was? Was sehen wir denn da? Irgendjemand? Was soll das sein? Irgendeiner ruft irgendwie... Irgendeiner scheidet aus, scheinbar. Wir wissen es nicht genau. Ist es Bommel? Aber Bommel macht eigentlich schon wieder ganz okayen Eindruck. Fabio hat gesagt, wenn er wieder... wenn er sich nochmal so krank... fühlt, dann würde er auf jeden Fall jemanden, dann würde er auf jeden Fall anrufen. Fritz schließe ich mal aus. Da müsste wahrscheinlich schon ein Bär an seinem Bein knabbern. Martin kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen. Chris könnte noch ran. Chris, Bommel, Fabio, einer von den dreien wahrscheinlich.